Ungewöhnliche Erscheinungen, UFOs. Wer sich gedanklich in außerirdische Gebiete begibt, der wird auch von außerirdischen Kräften beeinflusst, denn er ist ständig von solchen Kräften umgeben. Es ist dies aber eine geistige Beeinflussung, weil durch den Willen des Menschen der Kontakt hergestellt wird zwischen der diesirdischen und der überirdischen Welt. Ihr Menschen müsstet aber nun auseinanderhalten, das Herstellen des Kontaktes mit mir durch das Gebet und den Kontakt mit der geistigen Welt durch den Willen, etwas von diesen geistigen Kräften zu erfahren, also ein sich öffnen dem Einfluss jener geistigen Welt. Kein solches Herstellen des Kontaktes bleibt ungenützt, ganz gleich, ob ich selbst oder geistige Kräfte darauf reagieren, weil die angebahnten Verbindungen von der Erde zur geistigen Welt überaus wichtig sind für die Entwicklung der Seele des Menschen. Denn der an sich geistig blinde Mensch soll sehend werden und die geistigen Augen können ihm nur geöffnet werden durch Einfließen des Lichtes, das aus mir direkt oder auch über geistige Lichtwesen den Menschen zuströmt. Also wird jede Bindung von der Erde mit der geistigen Welt begrüßt, von Seite der Lichtwesen, die um den Dunkelheitszustand des Menschen auf der Erde wissen und ihnen überaus gern Licht zutragen möchten, nach meinem Willen. Mein Wille bestimmt sie jedoch auszuteilen, was den Menschen zuträglich ist. Und mein Wille hindert sie auch, wo dem Menschen aus einem zu hellen Licht Schaden erwachsen könnte, indem es die Augen blendet und unfähig macht zum Erkennen. Mein Gegner aber wendet gerade Blendlichter an, weil er die Sehkraft der Menschen herabsetzen möchte, weil er die Augen gänzlich unfähig machen will, das sanfte Licht aus mir zu erkennen, das wohltätig wirkt und hell und klar den rechten Weg zu mir aufzeigt. Darum ist es sein Bestreben, recht viele Blendlichter leuchten zu lassen, um die Menschen zu verwirren. Es ist sein Bestreben, die Menschen dorthin zu führen, wo scheinbar Kenntnisse zu gewinnen sind, wo sich der Mensch ein Wissen zu holen glaubt und doch völlig irreführendes Geistesgut entgegennimmt. Mein Gegner hat viele solcher Mittel, die er anwendet, um immer mehr das Denken der Menschen zu verwirren. Er zündet oft so grelle Blendlichter an, dass dunkelste Nacht die Menschen umfängt, die in dieses Licht lange hineingeschaut haben, das ihnen aber kein dauerndes Licht schenkt, sondern sie plötzlich wieder in tiefste Finsternis versetzt. Und zahllose Kräfte aus der Finsternis unterstützen ihn, indem sie sich einschalten und als angebliche Lichtwesen auftreten, indem sie die Menschen zu jenen vorerwähnten Verbindungen mit der geistigen Welt veranlassen durch falsche Gedankenzuleitungen, die irgendwie den Menschen schmeicheln oder ihnen Vorteile versprechen, sodass sie jenen Gedanken nachgehen und so also in ein Gebiet gelangen, wo jene finsteren Kräfte regieren. Schon die Absicht, sich ein Wissen verschaffen zu wollen, ohne an die rechte Quelle zu gehen, kann die Menschen in ein gefährliches Gebiet locken, aus dem sie sich schwer wieder herausretten können. Der Wille, aus dem Rahmen zu treten, Ungewöhnliches zu erleben und mit ungewöhnlichem Wissen glänzen zu wollen, bringt einen Menschen auf diesen gefährlichen Boden, wo die finsteren Kräfte ihm Gewalt antun und also seine Augen blenden. Und in Anbetracht des Endes besteht erhöhte Gefahr, denn das Universum ist voll der giftspeienden Geister, die meinem Gegner treue Knechte sind, um die Menschen zu verderben. Sein Einfluss ist gewaltig, weil sich der Mensch nicht wehrt, aber er könnte Herr werden über ihn, würde er sich nur vertrauensvoll mir selbst in Jesus Christus übergeben, der ich ihn besiegt habe durch meinen Kreuzestod. Aber der Mensch ruft statt meiner andere Kräfte an im All und er wird auch von diesen Kräften angehört und bedient, oft in einer Weise, die stets größere Finsternis bringt statt Helligkeit. Immer weiter entfernt er sich von der Wahrheit. Er lässt sich gefangen nehmen von Trugbildern, von Sinnestäuschungen, die mein Gegner erstehen lässt. Er gibt unreifen Geistern die Möglichkeit, sich zu äußern und nimmt deren Äußerungen als reine Wahrheit an. Er wird von meinem Gegner in schändlichster Weise irregeführt und glaubt sich immer selbst im Licht stehend.
aber er will nicht die Wahrheit annehmen, die darin besteht, dass mein Wort nicht vergehen kann, dass es sich erfüllet und dass mein Wort ein Ende angekündigt hat seit Beginn dieser Epoche. Und dieses Ende wird kommen und niemand wird es aufzuhalten vermögen. Und wer Schutz suchet, der wird ihn nur finden bei mir. Doch es wird vergeblich rufen um Hilfe, der sich an Kräfte wendet, die ihm Schutz versprechen und ihn nicht geben können. Denn diese Kräfte haben nur das Ziel, euch zu verderben, euch die Wahrheit vorzuenthalten und euch nicht zum Licht finden zu lassen. Und höret ihr diese, dann werdet ihr auch verloren gehen und für ewige Zeiten in ihrer Gewalt verbleiben. Amen.